Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo von 1000 gute Gründe in Zusammenarbeit mit Römertopf. Der ein oder andere von euch hat vielleicht einen Römertopf zu Hause stehen und weiß nicht genau, was er damit machen soll. Ich zeige euch heute, wie wir ein Ratatouille im Römertopf zubereiten. Und dafür braucht ihr Zucchini, Aubergine, gehackte Tomaten, Zwiebeln, zwei Paprikaschoten, Essig, Rosmarin, Olivenöl, Knoblauch, Honig, Salz und Pfeffer. Das Gemüse habe ich natürlich schon gewaschen und kümmere mich jetzt direkt um den Römertopf. Das hier ist eine Version mit einem glasierten Innenteil. Da muss man nur den Deckel wässern. Wässern bedeutet, ich gebe Wasser hinein und lasse ihn 10 Minuten stehen. Der Ton saugt dann Wasser auf und gibt das dann später beim Backvorgang wieder ab. Dadurch wird das Gemüse wie gedämpft. So. Pfanne habe ich hier schon bereitgestellt. Etwas Olivenöl rein. Ich beginne auch direkt mit der Aubergine. Das ist die, die so am längsten braucht und schön weich sein muss, damit sie lecker ist. Ihr erkennt daran, dass sie schön ist und reif, wenn sie einfach eine glatte Oberfläche hat. Wenn sie älter wird, wird sie halt was schrumpelig, also ähnlich wie bei Menschen. Die beginne ich jetzt in haselnussgroße Stück zu schneiden. Die Pfanne habe ich schon auf Temperatur gebracht und gebe direkt die Auberginen mit hinein. Als nächstes kümmere ich mich um die Zucchini. Und bevor man die ins Essen gibt, sollte man die im rohen Zustand probieren. Weil wenn die zu bitter ist, da ist ein Stoff drin. Cucurbitacin. Immer schauen, wie schmeckt die Zucchini. Ist sie zu bitter, dann direkt auf den Komposthaufen. Hier schneide ich die Würfel auch haselnuss groß ungefähr. Und gebe sie auch schon direkt in die Pfanne. Die Aubergine zieht am Anfang immer sehr viel Öl, aber lasst euch nicht abschrecken. Einfach ein bisschen schmoren lassen, dann gibt es sie auch wieder ab. Als nächstes kümmere ich mich um die Paprika. Die Paprika lasse ich ein bisschen größer geschnitten. So, und gebe den auch dazu. Und damit es schön aussieht, nehme ich noch die orangefarbene. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Letztendlich ist die Schnibbelarbeit die größte Arbeit, weil der Rest macht der Römertopf und der Backofen. So. Rosmarin ist einer der wenigen Gewürze, die man schon beim Garen von Anfang an mit dazu geben kann, weil er einfach dickblättriger ist. Ich hacke den auch nur grob und den Rest lege ich dann nachher so dazu. So, jetzt fehlt natürlich noch das Tomatige. Und bei allen Gerichten, das kann man sich eigentlich so als Faustregel merken, oder sagen wir so, bei mir kommt das immer da rein, immer wenn ich mit Tomaten arbeite, da gehört auch gleichzeitig immer Essig mit hinzu. Man könnte auch Zitronensaft nehmen, also irgendeine Säure. Und Honig. Dann kommt der Geschmack von der Tomate richtig zur Geltung. Und zu so einem mediterranen Gericht, da gehört natürlich auch Knoblauch. Die drücke ich auch nur so an. Die gebe ich auch noch dazu. So, das Gemüse ist nun angeschwitzt. Der Backofen ist auch noch nicht angeschaltet, weil es ist ganz wichtig, dass der Römertopf in den kalten Backofen kommt, weil sonst platzt er. Bei allen Gerichten, die ihr mal in einem Römertopf zubereiten wollt, rechnet ihr ungefähr 10 Minuten drauf, weil es ja, wie gesagt, in den kalten Backofen kommt. Und jetzt gebe ich das Ratatouille in den Römertopf. Dadurch, dass er ja geschlossen ist, sind die Aromen alle im Topf, können nicht raus und bleiben so erhalten. Ich habe immer das Gefühl, dass der Rosmarin zum Beispiel dann mal etwas intensiver noch schmeckt. Und jetzt heißt es 50 Minuten entspannt zurücklegen. Der Römertopf mit dem Ratatouille war jetzt 40 Minuten im Backofen. So, jetzt nehme ich den Deckel ab und stelle ihn weitere 10 Minuten hinein, damit halt etwas Flüssigkeit verfliegt und dass das dann Ganze dann eine schöne Konsistenz hat. Voilà. Nach 50 Minuten Garzeit ist das Ratatouille nun fertig und das Gemüse schön weich.
Ratatouille ist ein super Low-Carb-Essen. Also man könnte das Ganze noch mit Feta-Käse zum Beispiel verfeinern. Oder man lässt es einfach so. Wer aber doch eine Sättigungsbeilage haben möchte, der kann sich zum Beispiel Couscous dazu machen. Ich richte nun an, habe auch zufälligerweise den Couscous schon vorbereitet. In Frankreich wird auch gerne der Couscous für Salat verwendet. Dann nennt sich das Ganze Taboulé. Ratatouille obendrauf. Und was ich immer sehr schön finde, ist dann auch immer fürs Auge schön, ein Klecks Joghurt obendrauf. Etwas Petersilie. Fertig ist nun mein geschmortes Ratatouille aus dem Römertopf. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wahnsinnig, wenn ihr das mal nachmacht. Und gebt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, wie es euch geschmeckt hat. Tschüss! Ich habe immer Angst vor dem Herd, ne? Ja. Oh. Ich habe alles voll gespritzt. Achso, ja. Entschuldigung. Fertig ist nun mein geschmortes